die F-Junioren des FC Efretikon beim Training. Der Clubpräsident ist zufrieden mit dem Nachwuchs. Doch zukünftige Auswärtsspiele bereiten ihm Sorgen. Pro Auswärtspartie müssen jeweils bis zu 60 Kinder transportiert werden. Eigene Busse kann der Club nicht kaufen, Eltern leisten freiwilligen Fahrdienst. Doch nun wird's noch komplizierter. Ab dem 1. April dürfen auch Kinder über 7 Jahre nur noch in einem Kindersitz transportiert werden. Und das bereitet nicht nur den Kleinen gewisse Probleme. Jetzt haben wir noch eine neue Regelung und wir wollen ja die Eltern, die ja schon fahren, nicht auch noch zusätzlich strafen oder verunsichern. Stoßt das schon auf gewisse Probleme für uns, oder? Inwiefern? Ja, der Aufwand. Wie tun wir jetzt die Sitz überhaupt organisieren? Wie will man das Ganze organisieren, oder? So eben 60 Kinder, wo man vorher keinen Sitz gebraucht hat, wo man jetzt vielleicht wieder einen Sitz braucht, oder? Das Gesetz macht Sinn, vor allem aus Gründen der Sicherheit, meint hingegen der TCS-Experte. Ein Kind, das nicht im Kindersitz sitzt, ist 7-mal mehr gefährdet, schwer verletzt oder getötet zu werden, als eines, das im Kindersitz sitzt. Und das sind drastische Zahlen und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Bei einem Crash ohne Kindersitz besteht bei Kindern die Gefahr, dass der Gurt in Bauch und Hals einschneidet und innere Verletzungen verursacht. Mit Kindersitz ist das Verletzungsrisiko deutlich geringer. Doch in der Praxis stets Kindersitze im Auto zu haben, ist nicht immer so einfach. Ein Taxi müsste für einen potenziellen Familientransport bis zu 3 Kindersitze mitführen. Gepäck hat da keinen Platz mehr. Ich hoffe, dass wir keine Umsatzeinbuße haben wegen dem, weil Familien mit Kind werden, wenn wir es nicht mitnehmen können, werden sie auf den Bus gehen. Weil dort braucht es keine Kindersitze und keine Gurte. Immerhin, die 2 neuesten Taxis seiner Flotte haben eine Sitzerhöhung eingebaut. Damit ist dem Gesetz Genüge getan. Aber auch eine nicht eingebaute Sitzerhöhung für 20 Franken reicht. Sitzerhöhungen, die haben Gurthörner. Der Gurt wird also über das Becken geführt und kann nicht aufrutschen. Und durch das ist eigentlich die Sicherheit beim Frontalaufprall schon wesentlich besser, als wenn man nur einen Sicherheitsgurt hat, der eben bei einem Unfall kann im Bauchbereich aufrutschen und dort innere Verletzungen kann verursachen. So oder so, um eine Investition kommen die Eltern oder der Fußballclub selbst nicht herum, wollen sie nicht eine Buße riskieren. Mehr Infos, was ab dem 1. April genau Pflicht ist und welche Kindersitze noch erlaubt sind, finden Sie auf www.motorshow.ch.